Ja, moin und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Neandertaler Whisky Blog. Und heute ein Whisky, auf den ich mich sehr, sehr freue, weil es war auf jeden Fall eine Empfehlung einer meiner Zuschauer. An dieser Stelle danke an den Sascha. Ich lasse den Nachnamen jetzt einfach mal weg, weil ich nicht weiß, ob er genannt werden will. Deswegen einfach danke, Sascha. Er hatte unter meine YouTube-Videos kommentiert. Wir haben sind ein bisschen ins Hin und Her kommentieren gekommen, haben ein bisschen uns unterhalten und nachher hat er gesagt, probier doch mal den Lefroy 10 Jahre Sherry Oak Finish. Und ich habe erst gesagt, so, ja, nee, ist mir zu teuer, habe ich keinen Bock drauf. Und habe dann nachher nachgeguckt und habe gesehen, entweder hat er sich so im Preis geändert oder ich habe ihn verwechselt mit einer anderen Abfüllung von Lefroig, wo ich dachte, dass das der wäre und der wäre preislich viel, viel teurer. Ich habe ihn dann bei meinem Local Dealer gesehen für 60 Euro. Ja, er ist wohl stellenweise auch für 70 drin, ne? Also der ist irgendwo zwischen 60 und 70 dann immer. Aber zu dem Preis hatte ich ihn gar nicht auf dem Schirm. Und als ich dann gesehen habe, dass der preislich doch gar nicht so teuer ist, wie ich dachte, habe ich gedacht, okay, ein Lefroy 10 Jahre, 48% Sherry Oak Finish, den kannst du probieren oder den musst du probieren. Ne? Vorreifung natürlich Bourbonfässer. Und das Spannende bei dem ist, keine Kältefiltration ist ja noch relativ normal bei 48%, aber Lefroy färbt super gerne und ich habe jetzt bei zwei Shops nachgeguckt. Bei dem ersten habe ich es schon gesehen, also da, wo ich ihn auch gekauft habe, dass er ohne Farbstoff ist. Und ich habe das erst nicht geglaubt, unbedingt, weil die ja dauernd färben, leider. Und habe dann im zweiten Shop geguckt und auch da stand ohne Farbstoff. Also von daher bin ich sehr auf die Farbe gespannt. In der Flasche kann man jetzt nicht viel erkennen, wie ihr seht. Die ist dunkelgrün. Noch ein Grund, warum ich mich freue. Ich habe den eigentlich jetzt schon länger stehen, wollte den fürs Video mit euch öffnen, habe mich dann auch zusammengerissen und habe einfach nicht geschafft, dieses Video zu drehen. Und umso froher bin ich, dass ich ihn jetzt endlich öffnen kann und probieren kann. Weil, weiß ich nicht, wenn so eine Abfüllung, die du noch nie probiert hast, aber irgendwie Bock drauf hast, bei dir zu Hause steht. Und ja, es gab auch schon, bis ich das Video gedreht habe, die ein oder andere Gelegenheit, wo ich hätte Whisky trinken können oder wo ich es auch getan habe. Und ja, da hätte ich ihn gerne aufgemacht. Aber, na, jetzt machen wir es zusammen. Dieses Geräusch, ne? Nur am Korken jetzt erstmal Rauch, ne? Na doch, ein bisschen Fruchtigkeit auch schon. So, und jetzt kommt das zweitbeste Geräusch einer frisch geöffneten Flasche. Das erste Einschenken. Ich hoffe, dass man es im Video hört. Okay, der Dram ist jetzt relativ groß geworden, macht aber nichts. Ich werde nach dem Video garantiert noch den in Ruhe zu Ende trinken. So, Alkoholgehalt haben wir besprochen. Ja gut, 10 Jahre ist klar, hatte ich glaube ich auch erwähnt. Belegung der Fässer hatten wir ohne Färbung und ohne Kältefiltration, also sehr natürlich. Ja, haben wir die Eckdaten abgehandelt, ne? Und wie ihr seht, oh, die Farbe ist, Alter, die ist ganz schön dunkel. Ich habe schon, als ich ihn ein bisschen weiter weggehalten habe, habe ich schon ein bisschen was gerochen und sehr geile Nase. Sehr geile Nase. Also jetzt schon mal ich habe mich schon bedankt, dass du es mir empfohlen hast, damit ich das Video hier machen kann. Für die Nase bedanke ich mich jetzt auch schon, Sascha. War eine gute Empfehlung. Nur die Nase. Ne? Probieren tun wir auch gleich, aber ich glaube auch im Geschmack. Ich habe dem Sascha schon gesagt, auch ohne probiert zu haben, von den Eckdaten her, also Minimum gut gefallen sollte er mir. Ob er denn richtig gut ist, werden wir dann sehen. Aber also wir haben natürlich bei Lefroig einen sehr starken Rauch. Ein wie bei Lefroig mit Sherry oder Port Finish üblich, ein bisschen gesetzteren Rauch. Also nicht so einen ganz kräftigen Rauch wie zum Beispiel beim 10er, beim Quarter Cask.
Da finde ich den Rauch noch intensiver. Also man, das Finish drückt den Rauch auch ein bisschen. Man hat die Kräuter von Lafroig auf jeden Fall wieder mit drinne. Man hat die maritime Note drinne, auch typisch Eiler, ne? Aber man hat eine richtig tolle Dunkelfrucht. Also man riecht einfach richtig geile Sherry-Aromen. Also in erster Linie erstmal Dunkelfrucht. Ich habe es gelesen, ich tue mich immer schwer. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gelesen bei Tasting Notes. Ich finde es leider selten. Oder vielleicht interpretiere ich es dann auch falsch. Speck-Barbecue-Noten. Aber, weil ich liebe Barbecue. Leute, ich mache jetzt ja auch ab und zu mal Barbecue-Videos für euch. Ihr wisst, wer auch meinen Instagram-Kanal verfolgt oder so ein bisschen das verfolgt, was ich dann in den Gruppen poste. Da gibt es ja nicht nur Whisky, sondern auch geiles Fleisch dabei. Ja, da ist auch eine Barbecue-Note mit drin. Also so eine speckige Note. Eine Süße. Achso, es sind übrigens Oloroso-Sherryfässer. Ne? Also hier weiß man auch, was für Sherryfässer benutzt worden sind. Ja. Also da kann man, glaube ich, länger dran riechen. Ich will das Video jetzt nicht zu lange machen, aber da könnte man wahrscheinlich ein bisschen mehr entdecken noch. Also vielleicht sogar so ein paar Nüsse, ganz, ganz weit im Hintergrund, so ein bisschen nussig. Würze, auf jeden Fall auch eine kräftige Würze, würde ich sagen, ne? Also wir haben Gewürze, wir haben Rauch, wir haben Speck, wir haben dunkle Früchte, wir haben maritime Noten, eine Süße. Also schon ziemlich komplex, sehr komplex eigentlich, ja. Und einfach voll angenehm. Also ich liebe diese Nase. Ich könnte jetzt ewig noch weiter riechen, aber ich will das Video, wie gesagt, nicht zu lang machen. Probieren wir mal. Sláinte. Auf dich, Sascha. Ich werde nicht müde, ihn zu erwähnen heute. Okay. Oh. Okay, da geht gut was ab auf dem Mund. Versuchen wir schnellstmöglich das alles einzuordnen. Rauch, auf jeden Fall, ist klar. Auch da Barbecue-Specknoten auf der Zunge. Dunkelfrucht, auch Würze, Kräuter, auch auf der Zunge. Ein bisschen Süße, die ist jetzt auf der Zunge gar nicht so stark. Ich finde sie in der Nase ein bisschen stärker. Aber wo der Sherry sich wirklich bemerkbar macht, finde ich, ist, der geht in so eine Leder- und Tabaknote, eine ganz extreme. Also hier habe ich ganz extrem Leder und Tabak auf jeden Fall im Geschmack. Was ich übrigens sehr geil finde bei Whiskys oder bei halt Sherry-Whiskys, ne? Also Leder- und Tabaknoten kriege ich irgendwie sofort mit. Ja, die maritime Note ist auch vorhanden, aber da gibt es viele Islay Whiskys, wo die stärker zu spüren ist. Also hier im Geschmack benehmen auf jeden Fall so der Rauch und die Sherry-Noten. Im Abgang anfangs sehr erdig irgendwie und aschig der Rauch. Also im Geschmack ist der Rauch noch so ein frischer Rauch, im Abgang ist er auf jeden Fall so ein bisschen aschig. Und hinten raus, ganz hinten raus, wird es echt bitter in Richtung Zartbitterschokolade, aber extrem. Ne? Also das sind Sherry,
Also so einen Sherry-Einfluss liebe ich ja. Ne? Wenn da Tabak, Leder bei rumkommt, dann irgendwie noch dunkle Zartbitterschokolade. Im Idealfall wie hier noch irgendwie so Barbecue-Noten, so speckige Noten in Verbindung mit dem Rauch. Aber was willst du mehr, ne? Also ich versuche das nochmal ein bisschen noch detaillierter irgendwie zu erfassen, aber. Okay. Geil. Beim zweiten Probieren. Oh, im Abgang ist der Rauch jetzt extrem. Der war also klar war der im Abgang vor auch spürbar, aber jetzt beim zweiten Schluck hinten raus richtig. Der drückt. Geil. Auf jeden Fall beim zweiten Schluck, die Süße hat zugenommen. Also auch dann doch wieder relativ süß und sehr fruchtig. Also die Dunkelfrüchte kommen dann doch zur Geltung. Es geht so in so Trockenfrüchte, ne? Also so, weiß ich nicht, Datteln oder sowas. Und geht es auch so ein bisschen in die Beerenrichtung. Ich würde sagen, eher so Trockenobst. Aber doch sehr fruchtig dann irgendwie und süß am Anfang. Dann schlägt der Rauch wieder zu. Wieder erdig im Abgang. Wieder so im Übergang zwischen Geschmack und Abgang. Wieder so Leder und Tabak. Ja, wie gesagt, beim zweiten Schluck hat der Rauch jetzt hinten raus richtig gedrückt, ne? Ja, also. Oh. Also frisch geöffnete Flasche, ne? Also man darf nicht vergessen, wenn die Flasche vielleicht noch ein bisschen Luft zieht, kann sich das ja nochmal verändern. Und meine Erfahrung ist, die meisten werden eher besser als schlechter. Ich meine, es gibt auch welche, die verändern sich zum Negativen. Aber es ist dann auch sowieso Geschmackssache, welche Aromen fallen dann, werden schwächer und welche werden stärker. Das ist ja dann immer so geschmacksabhängig. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn der noch ein bisschen Luft gezogen hat, dass der richtig gut wird. Ne? Ich habe den jetzt auch hier gar nicht stehen lassen. Ne? Ich habe den ja so eingeschenkt und getrunken. Ja, die dunklen Früchte werden jetzt doch wieder intensiver. Jetzt hat man auch den Tabak in der Nase. Die Süße kommt stärker raus. Ja, also, Sascha, nochmal danke auch für den Geschmack. Fazit. Für 60 Euro kaufen. Für 70 immer noch okay, finde ich preis-leistungstechnisch. Gerade bei den Preisen, die wir derzeit haben, wo wir uns hinbewegen. Der hat hier noch eine Altersangabe. Es gibt NAS-Whiskys mit ähnlichen Eckdaten oder die ähnliches an Qualität mitbringen oder weniger Qualität mitbringen und noch mehr kosten. Also dafür finde ich, also 60 ist echt gefühlt ein Schnapper auch. Und 70 wäre immer noch okay. Finde ich. Vollkommen legitim. Kann man für so einen Whisky ausgeben. Ja, der hat 48%. Ne? Also jetzt hier, der kommt noch nicht mit schwachen 40, sondern 48 ist ja auch schon nicht wenig. Man kann wahrscheinlich auch nochmal mit Wasser spielen. Werde ich vielleicht nachher auf dem Sofa probieren. Bei 48% dachte ich, brauche ich das im Video jetzt nicht machen. Aber der ist schon ziemlich komplex. Tolle Nase, toller Geschmack. Für Lefroy-Fans sowieso absolutes Muss. Wer ihn noch nicht probiert hat, ich denke, die meisten wirklichen Lefroy-Fans hatten den schon. Also absolute Kaufempfehlung. Ne? Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wem es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder noch lieber ein Abo und ansonsten reingehauen, macht es gut.